So Leute, hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück auf Panosmuk in Twitch. Ja, und ein herzliches Hallo auf jeden Fall in den TS-Chat zu Orca und Size Gaming. Danke euch, dass ihr dabei seid. Ja, und ein Hallo auch an den Chat natürlich und jeder, der schon dabei ist. Jo, ein neues TRLE von mir, natürlich wieder angelehnt an Tomb Raider 1. Mein absoluter Favorit, wie die meisten hier schon wissen. Jo, und das habe ich die letzten Tage entdeckt und war gleich hin und weg und ich musste das auch sofort spielen. Ja, und jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben, nachdem die Katastrophe bei der Black Mirror sehr lange gedauert hat mit dem Rätsel. Wir sind da nicht wirklich weitergekommen, aber das ist eine andere Geschichte. So, ich würde sagen New Game und da sind wir. Wir befinden uns nämlich, ja, ihr seht richtig, direkt an der Stelle, wo ich Pierre hier angeschossen habe in Tomb Raider 1. Die meisten, die Tomb Raider 1 gespielt haben, können sich daran erinnern. Und hier geht jetzt unsere Geschichte los. Wir müssen hier erstmal entkommen. Das Level heißt The Escape from the Lost Valley, also die Flucht aus dem verlorenen Tal. Und, also wie gesagt, da bin ich Feuer und Flamme, als ich das gesehen habe. Jo, allerdings bin ich schon drauf gegangen. Man muss vorsichtig sein, denn es fallen Steine von der Decke herab. Und wenn die dich treffen, dann ist das nicht mehr so gut. So. So, ich sag doch gleich einfach, dass die Decke einstürzt. Erdbeben! Ja, genau. Erdbeben, ja, das stimmt. Okay. So, hier kann man hochgehen. Ich muss auch ehrlicherweise zugeben, dass ich da ein bisschen reingeschaut habe, an ein, zwei Stellen, einfach nur so aus Neugier, um zu sehen, wie es weitergeht. Ich habe gemerkt, dass man hier hochlaufen kann, hatte ich aber dann doch nicht gemacht. Wie gesagt, ich habe vielleicht so eine Viertelstunde nochmal kurz gezockt, weil mit Tomb Raider 1 kann man mich immer kriegen. Und jo. Und wie man sieht, Lara ist auch immer noch so mit Zopf, ne? Wie man sie, sag ich mal, so schön aus Tomb Raider kennt. Ja. Nicht mit Zopf, sondern ja, so wie sagt man dazu, so. Der Pferdeschwanz oder sowas? Ja, aber nicht der. Ab dem zweiten Teil hatte sie den Pferdeschwanz, aber hier hat sie ja noch diesen Knoten. Ja. Na, genau. Und das war auch nur in Tomb Raider 1 zu sehen. Und wie gesagt. Oh. So. Ups, Vorsicht. Oh, 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 oh. Dieses Hin- und Herwackeln, das kann einen echt was kosten. Okay. So. Na gut, dann speichern wir doch mal hier. Wie ihr seht, genau, da sind schon 2, 3 Speicherslots, 10 Minuten gespielt letztes Mal. Die überschreiben wir einfach. Lara, du hängst. Jetzt. So. So. Ist der Sound okay oder ist es euch zu laut oder so? Nee, oder? Moment, da muss ich das Sound im Spiel lauter machen. Ach so, okay. Sag, wenn du die... Okay, im Spiel scheint es in Ordnung zu sein. Ja, ist okay. Jo. Okay, danke dir. Nein. No. Und also was mich jetzt hier auch sehr gewundert hat und irritiert hat, ist, dass die Fledermäuse recht kräftig sind, muss ich sagen. Hallo? Ja? Spielst du über Boxen? Was spiele ich über? Ob du mit Boxen spielst. Oder über Kopfhörer. Kopfhörer, ja, genau. Ich glaube, da solltest du vielleicht ein bisschen leiser regeln.
Also der Sound vom Spiel ist doch zu laut, meinst du? Nein. Man hört das bloß bei dir. Dein Mikrofon reagiert darauf. Echt? Okay, gut. Jetzt habe ich es runtergedreht. Danke für die Info. Warte mal, allerdings könnte ich im Spiel auch ein bisschen leiser drehen. Warte, das habe ich nämlich auch schon probiert. Im Gegensatz zu Tomb Raider 1 im Original, ja, das ist ziemlich laut gedreht. Geht das hier? Also das scheint zu greifen. Ja, jetzt auf jeden Fall besser. Also ist auch hier nicht mehr so laut. Darum habe ich gefragt. Ich hatte nämlich auch das Gefühl, dass es recht laut ist. So. Okay. Oh yes, genau. Da geht es nochmal runter. Das sind so zwei, drei Schrägen. Die müssen wir runterrutschen. Ich weiß nicht, wie sieht ihr das Level so? Gefällt euch? Ups, ja. Okay. Irgendwas ist passiert. Ja. Nein, nicht New Game. Nicht New Game. Wir wollen doch laden. Ja, es ist leider was passiert. Du bist schnell gesprungen. Ja, zu spät. Doch, aber zu spät. Zu spät, ja. So. Und mich brauchst du nicht fragen, ich kenne das schon. Ach, kennst du dieses Level? Mhm. Echt? Ja, ich habe das schon geguckt. Ja, wie geil. Bei Tales Gaming. Ach, der hat's auch gespielt, oder was? Ja. Oh, okay. Ja, cool. Ja, wie gesagt, ich habe das so durch Zufall auf YouTube entdeckt und dann dachte ich mir, wow, das ist total geil. Das ist ganz dein Ding, ne? Ja, weil das so richtig altmodisch halt aussieht, ne? Wie ja, TR1. Ja, richtig, genau. Und TR1 ist ja mein absoluter Favorit. So. Bei Rise of the Tomb Raider ist es ja so, ne? Da ist ja dieser Coop-Modus drin, gell? Das wollen wir uns ja auch mal zulegen. Wie viel können da zusammenspielen bei dem Spiel, bei The Rise of the Tomb Raider? Orca, du hattest 4? Ah ja, okay. Ich habe es auf jeden Fall. Du hast auf jeden Fall, ja. Ja. Ich werde es mir auch nochmal zulegen. Vielleicht nicht diesen Monat, aber ich schätze mal im nächsten bestimmt. Okay, dann hätte das sind müsse der letzte Monat. Hä? Bitte? Hast du das nicht verstanden? Dann hätte das Sinn müsse der letzte Monat. Also nicht der kommende, sondern der vergangene Monat. Was hätte das sein müssen? Wo schon das Spiel zulegt. Warum habe ich gesagt, dass ich es im Oktober kaufe? Nee, du hast es gar nicht verstanden. Nee, ah. Sag nochmal, was meinst du? Du hast doch gerade gesagt, dass du nächsten Monat das Spiel kaufen willst. Ja. So, darauf habe ich gesagt, das Spiel hätte ich schon kaufen sollen, vergangenen Monat. Ach so, ja. Ja gut, wir haben ja drüber geredet, aber das ist hier noch... Ja, es ist halt so. Ich hab's, letzten Monat hat das Geld nicht wirklich gereicht, ja. Und das kostet ja immer noch so 40 Euro oder so. Und ja, ich glaube, das liegt noch so bei 40 Euro oder sowas. Auf jeden Fall werde ich die Preise beobachten und wenn ich sehe, das wird ziemlich günstig, dann greife ich auf jeden Fall zu, ne? Ja. Das ist... So. Ich weiß nicht, Seis, wenn du dir das dann auch mal kaufst oder so, wenn es bis zu 4 Leute sind, dann können wir auch mal so einen schönen Coop draus machen, oder? Ja, okay. Ja. Aber ist, glaube ich, nur ein bestimmter Spielmodus, oder? Ja, ich weiß, bin mir nicht sicher. Ich kann schon sein, dass es so ähnlich ist wie beim Ding, ne? Hm. Bei welchem Spiel war das? Oh, da ist ein Grab-Cancel, da kann man unten reingehen. Aha. Ui, ob ich den schaffe? Was meint ihr? Schaffe ich den? Grab-Cancel. Da unten. Ah, gespeichert habe ich. Ups, nein. Oh, das ist eine Falle. Da reicht kein Grab Cancel. Egal. Ne, bei Resident Evil ist es doch so, dieser Raid-Modus, sowas ähnliches wird es wahrscheinlich sein, ja. Ja, das kann sein, ja.
Weil du kannst ja, glaube ich, irgendwie so diesen einen Typen spielen, ne? Also diesen, der sie da doch immer so irgendwie begleitet oder so. Den siehst du, glaube ich, auch beim ersten, beim Tomb Raider aus 2013. Siehst du den auch? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es dieser eine Typ, der sie da irgendwie zwischendurch mal begleitet. Hast du schon durchgespielt, Orca? Ja. Ah, okay. Gerne Spielstand von 100%. Ui, alles rausgeholt, oder was? Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, du musst unbedingt, wenn deine neue Grafikkarte einbaust, müssen wir unbedingt das hier machen im Stream-Kanal, dass du das dann auch streamst und solche Sachen. So, machen wir mal hier safe. Aber bis ich mal die leisten kann, das geht mindestens bis Dezember. Ja, haben wir doch gesagt. Klar, ist doch kein Thema. Es eilt doch nicht. Aber ich merke es, wo ich Skyrim spiele, dass das Spiel ab und zu hängen bleibt. Ja. Gott, was kommt denn da? Ups. Ich bin da überrollen oder so. Fast wäre es soweit gewesen, ja. Okay, let's see. Ups, was ist denn hier? Oh, der geht ins Wasser. Zack. Wobei, da oben war doch noch was anderes. Nee, egal, jetzt zu spät, jetzt kommt er nicht mehr raus. Oder? Nee. Verpasst. Vorbei. So. Okay, hier ist eine Tür. So, also bis an der Stelle habe ich ein bisschen gezockt und habe es mir angeschaut. Weiter weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass man da oben nach links hochklettern kann. Und da sind ein paar Pflöcke drüber. Ui, dieser Schmetterling hätte ich beinahe gesagt. Diese Fledermaus war recht easy zu killen. Die anderen sind sehr, sehr zäh. Okay, und da muss man da einfach hochklettern. Also. So. Also ich habe irgendwie so das Feeling, als ob ich Tomb Raider 1 spielen würde, ja. Und das halt so auf einem neuen Level oder sowas, ne? Also als ob das gar kein TRLI jetzt wäre oder so. Achso, Panu, Ja. wenn du ein Loch siehst, immer rinspringen. Warum? Was habe ich davon? Ich will dich sterben sehen. Ach so, nee, nee, lass mal lieber. Ach, warum denn? Ist doch schön. Ja, ihr lacht und ich heule, gell? Ja, klar. So, da geht's hoch. Springen wir auf die Rot-Rot-Bahn. Nee, Gucken. nee, 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 Bleiben wir so gut. lass mal gut sein, lass mal gut sein. So, hier geht's runter. Ups. Oh. Komm, 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 komm. Oh no. Voll der Bug hier. Eng. Eng hier drin. So. Was haben wir da? Nichts. Eine Tür, die verschlossen ist, aber ich glaube nicht, dass sie die mit der Hand aufmachen kann. No. Hey, da war! Hallo! Herzlich willkommen! Ach, jetzt habt ihr euer Loch gekriegt. Das sieht man noch nicht. Ja, werdet ihr aber gleich. Hey, da war, how are you? Standard, so, ob's gereicht hat. Thanks for joining in. Ja. How you see? Nee, das Loch hat nicht gereicht. Das zählt nicht. Ja, das denke ich mir. Thanks for joining in. Ja, yeah, we're playing now a new TRLE. So. You're welcome. Okay, ach nee, bin ich immer noch hier oben? Okay, gut.
Komm jetzt. Oh, das ist aber fies, ne? Weil das... So. Wahnsinn. Voll in die Ecke gedrängt, aber voll. So. Ah ja, hier. So, zack. Das war knapp. Komm, spring ins Loch. Nein, da war ich schon. Du warst schon. Ja. Ah, dann such da ein anderes Loch. Ja, gibt's einige, ja. Ui. Oh oh. Das sieht ja nicht übel aus, was hier los ist. Ja, geil. Okay, da muss man jetzt einfach nur von Stelle zu Stelle springen. So. Einmal. Aber ist wirklich originalgetreu alles nach Tomb Raider 1 ausgestattet, gell? Ne? Also, nee, ich sage, es ist total... Also völlig an Tomb Raider 1 angepasst. Also ohne, sag ich mal, irgendwelche Ausnahmen oder dass du so denkst, ah, okay. Darum meinte ich das. Deine niedrige braucht schon keinen Anlauf. Ja. Aber die Frage ist, wie komme ich jetzt darüber? Weil da ist, das ist viel zu weit weg, würde ich jetzt mal so schätzen. Oder sieht das nur so aus? Warte mal, es sind drei Plattformen, die dürfte sie nicht schaffen. Hm, oder doch? Aber du stehst immer noch ein bisschen höher, also... Ah ja, doch, nee, schafft sie. Was sagt die da? Hört ihr das? Was? Irgendein Spruch sagt sie. Dame da, oder? Irgendwie sowas. Da ist der Ton dort... Ach so, ja, ihr habt... Ja, egal. Als ob sie da was singt. Hä? Hörst du es heiß? Nein, aber... Egal. Hab ich noch nie gehört. Huh. Okay. Dann speichern wir hier. Bestimmt ein Bug. Ah, da geht's weiter. Na, super. Das war ja klar. Was hast du geschafft? Ich sag nichts. Schau zu. Stimmen Sie Loch? Kein Loch, nein. So ein Stein bestimmt. Ja. Ja. Hab ich mir schon direkt gedacht, wo ich die Schräge gesehen habe. Schön. Ich hab's erst gemerkt, als es angefangen hat zu ruckeln, aber da war schon zu spät, bis ich mich gefangen habe. Ja, Darren, hi. Ja, cool, dass du einschaltest. Wie geht's dir denn? Wie du siehst, ein cooles CRLI hier. Ist total geil. So. Ja, so mit TRLEs, so Tomb Raider 1 Geschichten kannst du mich da echt... Ich glaube, das ist wieder die gleiche Stelle. Das ist nochmal woanders hier. Wo läuft das denn hin? Das ist ganz woanders. Oh, da ist ein Hebel. Oh, nein! Ach du Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Ich wollte schon sagen, dass was passiert ist. Ja, voll die Falle, Alter, aber voll die Falle. Ah. Oh, was ist passiert? Fall down. Okay, nicht so gut, ja. Ja. Vom Vortag, okay. Schlechtes Erlebnis gehabt oder was ist los? Okay, also hier kommt man weiter. Die Frage ist jetzt natürlich, ob dieser Gang bloß... Ach so, okay. Junggesellenabschied. Okay, verstehe. Hm. Jetzt natürlich die Frage, ob das hier eine Falle ist oder... Aber da unten schien sowas wie eine Tür zu sein. Und hier ist ein Hebel. Wow, geil. Also diese Tempelanlagen und sowas.
Fand ich so geil bei Tomb Raider 1. Hat mich so gefangen damals. Ups. Oh, okay, jetzt viel gesoffen, ja. Das kann natürlich den Tag danach auch etwas verderben. Das kenne ich ja. Das hat jeder von uns schon mitgemacht. Ach, ja, und nur einmal. So. Oh, 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 das ist eine fiese Sache. Jetzt sind die zwei Wölfe genau hier. Komm jetzt. Wow. Okay. Jetzt habe ich den Hebel angezogen, aber für was? Ich glaube, nee, das war ja nur eine Falle, ne? Moment. Schon wieder eingepennt, ja. Okay. Schau es dir an, Tom, das ist total geiles Tier, really. Also alles, was so mit Tomb Raider 1 zu tun hat, wird total geil. So. Mann, immer dieser Tom. Hallo, nicht bei deinen Löcher stehen bleibe, rinspringe. Meinst du, da gibt es ein Geschenk oder sowas, gell? Ein Secret. Ja, ein Secret. Oder Heilung. Aha. Also ich würde eher auf Heilung tippen. Ja. Ja. Okay, da geht's auch nochmal hoch. Hui, ist aber recht verwinkelt, das Ganze hier. Wo bin ich jetzt denn hier? Ach so, nee, das ist die gleiche Stelle, wo ich war. Bin ich da rausgelaufen? Nee, ich glaube, ich bin doch hier wieder ganz woanders. Nee, das war hier, wo der Stein drunter kam. Oh, und da? Aha. Oh, das ist ein Schwimmbecken. Ja, da wollen wir mal ein schönes Bad nehmen. Uah! Das war jetzt geil. Das müsst ihr euch anschauen. Oh no. Was hast du patriziert? Aber wie? Frische Leben durchkommt? Ja, ja. Ein eleganter Sprung, der leider alles andere als elegant war. Ja. Du hast mich nicht überstanden, ne? Manchmal schon, ja. Oh, da bin ich aber jetzt wieder, wo ich war. Warum komme ich jetzt hier wieder an? Hätte ich vielleicht doch da runterlaufen müssen. Komisch. Dann doch in alle Löcher rinspringe. Ganz einfach. Ja, genau. Nee, Darren, heute kein Tomb Raider, No Lords, No Mads. Er hatte eine familiäre Angelegenheit heute Mittag und somit musste ich das leider fallen lassen. Aber auf jeden Fall am nächsten Sonntag wieder. Ja, 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 ja. Dieses Ägypten, das... Ach, die Tür ist jetzt da hinten aufgegangen. Aber gut, da bin ich doch jetzt hergekommen, oder? Nee, das ist wieder woanders. Ja, dieses Ägypten. Hätte ich nicht gedacht, dass mich Ägypten wirklich so viel kosten würde. Oh. Also ich habe... Oh, das ist die Schrotflinte. Das ist gut. Hin ist das Viech. Der Raptor will doch nur von dir gestreichelt werden. Ja, darum ist er so. Du musst nur Arsch streicheln. Ja, genau. Darum ist er so böse zu mir, weil ich das nicht will, ne? Und dann beißt er mich halt immer. Ja. Moment. Ja, Offrider, wie geil. Hi, mein Lieber, wie geht's dir denn? Dank für den Host. So. Ah ja, jetzt geht's hier rein. Ja, was sagte ich, Darren? Ich hätte nicht gedacht, dass mich Ägypten wirklich so viel kosten würde. Also ich hatte da in Griechenland schon meine Bedenken, wo ich meinte, hui, wahrscheinlich Griechenland ist so das Schwierigste, ne? Weil es ja auch 5 Levels sind und wenn du das hinkriegst, dann dürfte eigentlich der Rest gar nicht mehr so schwierig sein. Ja, Karma, genau so ist es. Aber es hat sich dann doch Ägypten als schwieriger herausgestellt. Karma, Karma. Gut, bist im Halloween-Fieber. Aha, okay. Was hast du genau vor oder was willst du genau machen? So. Hörst du Orca? Karma. Gutes Karma. Ja. Ja.
unterstellt man immer, dass ich Böses verbreite. Ja, ja. So. Sonst würdest du... Ach, jetzt hängt sie hier. Das gibt's doch nicht. Hey, 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 hey. Jetzt. Ja, du musst mich motivieren. Weißt du, ich meine? Na? Aber du sagst immer, ich soll in irgendwelche Löcher springen und dann geht alles schief. Ja. Ja. So. Brauchst nur den Controller mal kurz gehen zu lassen. Dann du automatisch ertrinken. Ach so, so ist das ja. Bin gerade in Ägypten in meinem Playroom. Okay, mit Lebensmittelfarbe. In Ägypten? In deinem Playthrough? Auf welches Playthrough? Oder was? Machst du auch Tomb Raider 1? Verkleidet euch noch jemand von euch zu Halloween oder so? Scheiße, Mann. Ah, also eigentlich ja, aber wenn keiner kommt, dann kommt keiner. Alles für mich. Okay. Oh, hätte ich doch gespeichert. Egal. So, jetzt hast du dein Loch. Das reicht nicht. Ja. Das muss tiefer sein. Karma, Karma. Ja, ja, dafür kann ich nichts, dass der Levelbauer das nicht ausgeleuchtet hat. Das werde ich ihm jetzt schreiben. Ich werde es schreiben, da mein Kumpel, der Orca hier, mich gerne in Löcher fallen sieht, bitte ich dich beim nächsten Level, die auch auszulichten, bitte. Damit er noch mehr Spaß drauf dran hat. Ansonsten spiele ich kein Tyrelli mehr von dir. Ich glaube, der wird meinen Vogel zeigen. Ich bin nicht froh, ob ich es so noch erlasche. Ja, eben, meine ich doch. Ui, hier bin ich wieder ganz woanders. Alter, was geht denn ab hier? Oh, oh, oh. Nee, also jetzt ertrinke ich, oder? Nee. Oh. La, la, la. Komm, 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 komm. Komm, Lara, steig auf. Ja, ertrinke, ertrinke. Ach, Mann. Ja. So, jetzt. Bist du jetzt zufrieden? Ich sind's noch nicht. Aber gleich. Nach circa 15 Jahren spiel ich nochmal durch. Ja, ich hab's dann fast gedacht, ja, Playthrough, ja. Ja, das war doch nur was Schönes. Ja, hat's wieder Spaß gehabt, denke ich mir. Mm. So, ja, Darren, wo ich es da gespielt habe, wo ich mir vorgenommen habe, das zu spielen, dachte ich es mir auch nicht wirklich so schwer. Also, weil, wie gesagt, wir haben das ja schon alle 100 Mal gespielt und dachte, ach ja, okay, es wird natürlich nicht einfach sein, also das ist klar, aber dass es mich so quälen wird, hätte ich nicht gedacht. Ne? Das ist natürlich wieder ganz anders, wie man denkt, gell? Ich weiß zwar, dass ich auch ein Problem, ja, wenn man es Problem bezeichnen will, dann ist es eins, dass ich halt meistens ohne Munition und ohne Medipacks dastehe. Drum dachte ich mir, okay, wenn, dann machst du es aber auch richtig und machst ein No Loads, No Mats, ne? Dass es dich richtig herausfordert. Ja, und das habe ich jetzt davon. So, Karneval nicht in Gelegenheit, dann wenigstens an Halloween, ja. Diabolisches Lachen, okay. So, ja, warum nicht, gell? Ja, ich war mal bei einem Freund von ein paar Jahren, der hat auch so mal eine Halloween-Fete geschmissen und der hat den Kuchen gebacken, nee, den hatte ein Gast mitgebracht. Und zwar eigentlich nicht ein Kuchen, sondern es war eigentlich eine Torte. Und auf der Torte, die war auch so mit weißer Sahne gesprüht und sowas. Und darauf waren immer so Augen aufgesetzt, ne? So ein blaues Auge, so ein grünes Auge, ein braunes Auge. Und ja. Das waren so Gelee-Sachen, die man essen kann, ne? Boah, war das, naja, egal. Der Kuchen an sich hat gut geschmeckt, aber da war auch so verschiedene Sachen, naja, egal. War schon ganz übel, sah schon ganz bad aus. Ja, also so Lebensmittelfarbe-Dinger. Ja, Lebensmittelfarbe, aber wie gesagt, da waren wie diese Gummibärchen, ja, aber so Augen daraus geformt, richtige Augen, ne? Und die waren so in die Torte reingesteckt.
Habe ich auch noch nie gesehen gehabt, das dahin. Das ist doch was Herrliches. Ah, es war ekelhaft, ich habe nichts davon gegessen. Also der Torte selbst habe ich schon probiert, aber an die Augen habe ich, weiß nicht, konnte mir das irgendwie nicht antun. Ja. Mega. Was ich überhaupt nicht esse, ist so Marzipanzeug. Okay, Wolfrey, das ist... das ist doch so was ekelhaft. Das ist Porno, das könnte ich den ganzen Tag essen. Marzipan? Ja. Ja, ich liebe Marzipan auch, total geil. Am besten noch mit Zartbitterschokolade drum. Oh, göttlich. Ja, ja, ja. Da bin ich voll und ganz deiner Meinung. Also Marzipan. Ah, super. Ja, weil wir jetzt davon geredet haben, bist du gestorben. Ja. Das wäre da nicht das letzte Mal, wo wir heute sind. Ah, jetzt pass mal auf. Jetzt muss ich schauen, wie er an die Seite rankommt. Okay, alles klar. Wolfrider, sag's mir. Lass die Party steigen und. Was wollte ich jetzt sagen? Was wollte ich noch sagen? Okay. Ja, sag's, wenn es soweit ist, genau. Als Professor, okay. Bin mal gespannt, wie du ausschaust. Muss nachher berichten, was du alles angezogen hast und so. Oh, jetzt fliegt natürlich auch hier die tolle Fledermaus. Komm, komm. Ach komm, hey, scheiße, warum? Da. Oh. Okay. Ich glaube, ich muss irgendwie anders hin. So geht's nicht. Wahrscheinlich von der Seite eher. Auch nicht. Oder ich muss vorsichtig runter. Die Todesanimation verzögert. Vielleicht muss ich mich auch irgendwie an einer Stelle langsam runterlassen. Nee, das funktioniert gar nicht. Okay, ich muss doch irgendwie rüberspringen. Ach, komm jetzt. Oh, 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 oh. Was geht denn hier? Na gut, okay. Ich glaube, ich muss einfach nur hin und her jumpen. Das ist das Beste. Weil so Hangel und Jumpen wie vorhin klappt hier irgendwie nicht. So. Puh. So, da wären wir jetzt auf der anderen Seite. To the other side. So. Wie sie kreischt. Ah! So. Das ist ja geil, wa? Ja, ja. Hm? Was? Das ist ja geil. Ja, ja. Was meinst du? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ja, 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 ja. Was denn? So. Ich weiß ganz genau, was ich meine. Ja, ich vermute es. Ich vermute es. So. Lara, da unten ist ein Wolf. Warum zielst du auf die auf den Felsbrocken? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Naja. Gehen wir wieder nach oben. Jetzt. Oh, und das war's mit dem Wolf. Er war einmal. So. Fehler, du sollst deine streicheln und nicht töten. Ja. Ja, darum sind die auch alle so böse zu mir, weil ich die immer alle abknalle. So. Oh, wie komme ich da jetzt hoch? Ah, hier, hochklettern. Komm, komm. Nee, da muss ich wahrscheinlich... Moment, da hoch? Ja, vielleicht. Komm. Nee.
Da muss ich mich jetzt umschauen, wie es am besten da hoch. Ah, von hier, Moment, von hier und dann drüber springen. Ach, darum war die Schräge hier. Oder? No. Aber vielleicht eher seitlich. Da gab es doch im Originalspiel auch so eine Ecke, wo man da hoch. Ja, das war nix. Das war nix. Komm, komm, Lara, komm, spring. Ah ja, siehst du? Nee, aber ist auch nicht so gedacht. Okay. Also es geht tatsächlich da nach oben. Von irgendwo muss... Okay, das ist ein Sprung. Der muss irgendwie anders funktionieren. Und zwar... Moment, so. Und von da... vielleicht seitlich. Nee, da dreht sie sich wieder nach vorne. Okay, dann schauen wir mal. Also ich muss da hoch an diesen Schrägen vorbei. Das bedeutet, irgendwie muss ich schaffen... Ah, Moment mal, da. Ja, da könnte es gehen. Aber wie? Oh. Nee, da komme ich nicht hin. Doch, hier. Rückwärtshaltung. Das könnte eventuell funktionieren. Dann schauen wir mal. Komm. So. Nee, aber dann anders. Mit Rückwärtssalto und in der Luft drehen. Jetzt mal sagen. Komm. Komm. Spring. Festhalten. Lara. Ach, die macht auch, was sie will. Das ist doch normal. Ja, für Lara bestimmt, ja. Komm, Lara, halt dich fest. So. Okay, jetzt Moment. Jetzt tue ich mir ein bisschen hangeln, wobei ich denke, dass die äußere Seite hier die bessere ist. Schau mal. Nee, funktioniert auch nicht. Na, das... Irgendwie muss ich da hochkommen, aber nur wie? Komm. Nee, da rutscht sie auch runter. Vielleicht mit Anlauf und da rüberspringen. Moment. Aber wo? Hier? Nee. Das reicht auch nicht. Moment, vielleicht kann ich hier mich hochhangeln. Komm, nee, das ist viel zu hoch. Oh yes. Und jetzt? Zu viele Schrägen. Also da kann man hoch, oder? Und da kann man auch nicht hoch. Da kann man rein. Da sind ein paar Schrägen. Moment mal. Hier. Nee, von da komme ich auch nicht hin. Also letztlich ist es schon der richtige Weg. Bloß. Es ist viel zu weit oben, um da hinzukommen. Moment mal. Kann man eventuell von hier... Wartet, ich komme ja hier auch nicht mehr zurück. Also muss es hier der richtige Weg sein, zumindest die richtige Richtung. Komme ich denn jetzt am besten da hoch? Moment, rutschen kann ich von da doch? Wahrscheinlich schon, so wie ich es gemacht habe. Darüber rutschen und dann da festhalten. Ja, Das scheint so zu sein, aber... Doch, und seitlich reinspringen, das glaube ich ist ein recht gewagter Sprung. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch so aufgeht. Aber... Ach, komm.
Vielleicht muss ich noch eher seitlicher sein und von da aus dann drüber springen. Nee. Das war zu weit nach außen. Schauen wir mal. Also ich muss irgendwie schaffen, in diese Nische da reinzukommen. Und ich schätze mal, dass das jetzt hier eigentlich der richtige Weg sein sollte. Bin mir aber nicht sicher, ob das... Oh, komm. Weil zurück kann ich auch nicht mehr. Weiter. Das sieht auch in einer Schräge aus. Vielleicht bin ich auch einfach falsch hier drin. Aber zurückkommen kann ich auch nicht mehr. Oh, nicht schlecht. Doch, nee. Ah. Irgendeine bestimmte Art von... Ganz bestimmter Sprung ist das. Wobei ich glaube, vielleicht sollte ich es eher mittig probieren. Ja. Schauen wir mal. Nee. Das ist viel zu weit weg, um da reinzuspringen. Puh. Bad, bad, bad. Vielleicht mit Anlauf. Ja, nee, aber da blockt sie wieder ab. Da fällt sie wieder runter. Ja. Komisch. Vielleicht doch so, wie ich es vorhin probiert habe. Da hochspringen und dann nach gegen... Na, nicht so. Sie muss... Ja, das klappt aber nicht, weil die... Schräge zu kantig ist. Wobei, es könnte hier so funktionieren. Ah ja, Moment. Ich könnte mich hier hinstellen, darüber springen und von da. Ja, nee, nee, nee. Sie springt. Ah, nee, nicht da, sondern hier, ne? Nee, geht auch nicht. Da rutscht sie auch runter. Auch nicht. Auch nicht. No. No. Hat eine Idee? Ah, da geht's auch. Nee, das ist auch eine Schräge. Also da nach oben muss ich. Die gute Frage ist nur, wie komme ich am besten dahin? Komisch. Auch keine Idee, gell? Ich hätte ja vermutet, dass ich da reinspringen kann und von da. Warte mal, vielleicht. Vielleicht ist hier noch eine Stelle. Und da versuchen mit... Nee. Abschwung ziemlich weit links. Ja, wahrscheinlich meinst du die Stelle hier. Warte mal, was ist denn das? Moment, was ist das?
Nee, ist was anderes. Ey, Azuka, hi, danke für den Host. Moment mal, vielleicht. Nee, das sah aus wie eine Schräge, die man entlang laufen kann, aber das war's nicht. Rückwärtssalto mit Rollen. Ich weiß nicht, ob du diese Schräge hier meinst, aber Moment mal. Schauen wir mal, ob es hier vielleicht funktioniert. Ja, das. Sie muss ja eigentlich nach links sich halten, wenn sie springt, aber sie dreht sich sofort an der Seite, wo die Rutsche ist eben, ne? Und die einzige Stelle, wo ich jetzt hier eigentlich gerade stehen kann, ist diese hier. Somit hätte ich vermutet, dass ich hier einfach hochkomme. Moment, weil das funktioniert. Das ist eine Stelle, wo sie rankommt, auch wenn es sehr hoch ist. Und von da eben versuche abzuspringen. Aber es scheint nicht ganz aufzugehen. Vielleicht muss sie auch ganz seitlich sein. Ja, es könnte gehen. Es könnte gehen. Mit etwas Glück könnte es gehen. Ah. Oder vielleicht doch und dann rückwärts. Moment, rückwärts und... Komm, komm. Oh Mist. Ich habe eine andere Idee. Nee, aber da kommt sie wieder nicht hoch. Wobei, warte mal. Raufspringen, zurückspringen, warte. Ja, okay, das könnte gehen. Das könnte gehen, mein Lieber. Und zwar... Wobei, ich glaube, ich sollte irgendwie einen Rückwärtssalto schaffen und mich dann nochmal in der Luft drehen. Das würde ich jetzt mal so behaupten, wenn ich das jetzt irgendwie... Komm! Ich muss nämlich versuchen, dann da hochzuspringen und da rein. Ja, genau, aber das... Ey, Host, ja genau. Kaik. Danke für den Host. Okay, Auto-Host. Ja, jetzt. Ja, aber das funktioniert nicht. Nein. Das funktioniert nicht, Darren, falls wir jetzt den gleichen Gedanken hatten. Das geht nicht auf. Falls ich genau das meinte, was du gemeint hast. Komm. Mist. Schauen wir mal, ob es hier vielleicht geht. Ist irgendwie so mehr oder weniger die einzige Stelle, wo ich mir denken könnte, dass sie da reinpasst. Ja, dachte ich auch, aber irgendwie, also zumindest rückwärts und dann Salto drehen, geht nicht. Komisch. Ja, auch nicht. Oh je. Yeah. Komisch. Weil es ja auch so mehr oder weniger die einzige Stelle, wo sie hochklettern kann. Also, sag ich mal so von der Höhe her passt, ne? Komm, du musst da nur rein. Komm. Wenn ich es irgendwie kriege, dass sie noch ein bisschen seitlicher springen kann. Nee. Dafür ist der Radius viel zu lang. Oder viel zu kurz, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob es von hier aus besser ist. Ja. Nein. Schwierig. Entweder rolle in der Luft und versuchen, sich rechts zu halten, aber das ist zu knapp. Das ist viel zu knapp, um das hinzukriegen. Also mich würde das jetzt wundern. Ja, wundern eigentlich nicht, weil bei Tomb Raider ist ja einiges möglich. Aber, ja. Schau mal, komm, komm, komm. Die muss doch da irgendwie reinkommen. Ja. Das habe ich nämlich gehofft. Aber wenn ich das mehr seitlich mache, könnte das eventuell klappen. Warte mal. Weil hier ist die... Ja, da ist die Schräge am weitesten. Jetzt schauen wir mal.
Ja, das könnte funktionieren. Ja, fuck, es hat funktioniert. Weiß nicht, ob das jetzt wirklich so beabsichtigt ist, aber ich hoffe es mal. Zumindest bin ich jetzt hier in dieser Ecke drin. Das ist gut. Ach ja, das ist so beabsichtigt. Ja, ist es so? Ja. Ah, okay, super. Okay, ja gut. Und jetzt dürfte ich eigentlich darüber springen können. Ja, das geht. Lara, du sollst bitte zur Seite gehen, nicht irgendwie da oder da. Sei nicht so buggy, jetzt hängt sie echt. Was ist denn? Komm. Jetzt hängt sie in ihren Pixeln fest. So, jetzt. Ui. Okay, ich glaube von hier. Aber hier ist sie wieder gebuggt. Komm. Oh, das ist nicht gut. Weil mit einem einfachen Sprung schaffe ich das nicht. Es muss schon Weitsprung sein. Würde ich mal so behaupten. Jetzt komm, Mädel. Was soll das? Okay. Fail. Ah, war ja klar. Moment. Das können wir noch besser machen. Okay. Es muss die eine Stelle finden, wo sie dann nicht total buggt in dieser Ecke. Und davon, glaube ich, 3 Schritte. Das könnte jetzt gehen, ja. Nee, hat auch nicht gereicht. Knifflige Stelle, muss ich sagen. Ja, oder gehen und dann springen, ja. Problem ist nur, dass sie hier hängt. Sie geht doch, doch, jetzt geht sie, ja. Okay, aber das dürfte, nee. Moment. Jetzt. Puh, trotzdem reicht's nicht. Irgendwie anders muss ich's machen. Nö. Okay, wahrscheinlich muss ich mich doch an die Schrägen wieder halten und von da hin und her springen. Was anderes würde mir jetzt nicht einfallen, da einfach die Distanz zu weit ist. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber das werden wir gleich sehen. Also einfach hier auf die Schräge springen und dann versuchen... Oh, nein, Lara, nicht dran vorbei. Ach. Komm. Ups. Hat sich nicht gut angehört. Ja, ist schwierig hier den richtigen Winkel zu finden. Auch wenn man meint, dass das ganz einfach easy sein sollte, tut's das nicht, weil das täuscht hier. Das täuscht. Okay, jetzt mal sehen. Komm. Ja, jetzt, ja. Genial. Okay, aber auch hier schätze ich mal, muss ich jetzt auch nochmal einen Sprung machen. Somit. Okay, nochmal in der an der Position gespeichert. Falls ich wieder drauf gehe. Okay, wunderbar, es hat geklappt. So, Jungs und Mädels. Ich bin da durch. Ui, da hört sich's nach Messern an. Nach Klingen. Viel Spaß. Danke. Achso, ja. Du sollst dort genau rinrennen, ne? Nee. Ich wollte nur deine Bekanntschaft machen. Ja, genau. Ich muss nur prüfen, ob die scharf genug sind, gell? Ja. Ja. Warte, hier geht's in die Ecke rein. Jawohl. Oh, und da ist noch eine Tür. Die muss wahrscheinlich noch aufgemacht werden.
Ah ja. Also viele Schrägen hat der Typ oder sie, die es gebaut hat, das Level schon gemacht. Ist nicht ohne. Man muss aber auch schauen, an welchen Schrägen man am besten läuft. Okay, also ich schätze mal hier. Ach, da ohne muss ich rinspringen. Nee. Vergesse. Warte, hier und dann nach oben und hier rückwärts. Jep. Wow. Na, das war nix. Das war nicht gut. Okay, dann nochmal nach oben. Nehmen wir die Munition mit. Doch, es hat da nur noch einen Springer. Auf welchem Weg auch immer. Ja, Hauptsache das Ziel passt, oder? Genau das. Ja. Okay. Ich muss mal schauen. Also doch hier eher seitlich hinstellen. Ja. Jetzt. Ich glaube, ich könnte von hier mit einem Weitsprung darüber kommen. Allerdings glaube ich nicht, dass es so gut ist, oder? Doch, ich könnte da. Ja, puh, ich weiß jetzt nicht. Kommt drauf an, wo ich lande. Ob das gut ist oder nicht, werden wir gleich sehen. Mal kurz ein Safe Point hier. Komm, komm, komm. Ach, fuck. Na. Ah. Okay, schwierig. Nee, so schwer ist es gar nicht. Ah, jetzt sehe ich die Schräge da hinten. Jetzt. Ich glaube, falls das jetzt von hier nicht täuscht, weiß ich, wo ich hin muss. Okay. Ich schätze mal, der Weg ist richtig gewesen. Ich muss nur wieder sehr seitlich gehen. Wie vorhin schon. Oh, no, no, das war ein Bug. Das war ein Bug. Ach, Mann. Fast hätte es geklappt, aber dann kam mir dieser Bug entgegen. Schöne Bugs. Ja, die wollen immer Bekanntschaft mit mir schließen, obwohl ich sie gar nicht so willkommen habe, aber die hören nicht auf mich. Die sind da sehr stur. So, und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Das scheint funktioniert zu haben. Weiß nicht, ob wir jetzt hier richtig sind, weil ich... Ach, da geht's rein, okay. Da geht's rein. Und wo? Da. Okay, ich schätze, dass ich von hier reinkomme. Yes. Wenn jetzt kein Stein drunter gerollt kommt oder so, dann dürfte das in Ordnung sein. Hab das schon so meine Erfahrungen. Deine mit offener Arme in Pange. Ja, genau. Oh, da geht's runter. Ich glaube, da sind wir doch hergekommen, oder? Kann das sein? Nee. Oh, aber da ist irgendwas drin. Oder täusche ich mich jetzt? Keine Ahnung. Ach da, da ist ein Hebel jetzt. Oh, und sag mir bitte nicht, dass ich wieder zurücklaufen muss. Gut, keine Cutscene darüber, was jetzt passiert ist. Ah, da würde ich mal schauen, ob die eine Tür, die wir vorhin gesehen haben, ob die... Na, okay, hier ist auch erstmal gut. Weiß nicht, ob ich hier hin sollte. Ach nee, 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 da bin ich ja, wo ich hergekommen bin. Ja, richtig. Nee, schnell wieder zurück. Da, eben. Aber ich schätze mal, dass die Tür links von mir jetzt offen ist. Also, wo wir da anfangs reingekommen sind. Ja, oder? Ja, perfekt. Die Tür ist open. Die Tür ist open, das war Denglisch. So. Okay. Oh. Ja, am Pflöcken wurde hier
wirklich nicht gespart. Also jede Menge. Sei doch froh drum. Ja, klar. So. Okay, da rein. Alles klar, Darren, gute Nacht. Danke fürs Vorbeischauen. Man sieht sich. So. Habt ihr diesen Stein gesehen? Der ist genau an mir vorbeigerollt. Wieder mal. Das war aber jetzt echt Glück ohne Ende. Ich habe nämlich nur geschaut, ob ich nach rechts oder nach links muss und ob da unten irgend so ein Abgrund ist und habe erst gesehen, dass der Stein an mir vorbeirollt, wo er gerade gerollt ist. Also, ja. Okay. Bei mir haben das jetzt ja gesehen. Ja. Das war jetzt echt Glück. Mehr Glück wie Verstand. Ja, manchmal schon, ja. So. Oh, bin ich denn hier? Oh je. Ja, an dem Punkt kann ich mich erinnern, wo ich das Video auf YouTube gesehen habe. Aber ich habe, da glaube ich, habe ich dann abgebrochen, oder? Ich weiß nicht. Aber ich kann mich an die Stelle bestimmt erinnern. Irgendwo habe ich dann weggeklickt, ja. Warte mal. Hier? Jetzt kommst du auch sowieso an die geilste Stelle. Ja, was ist da? Okay, sag mir jetzt. Ja. Verstehst du nicht, wo du da gerade bist? Ich glaube, sie muss da runterrutschen, oder? Kann das sein? Nee. Ja, jetzt mal davon abgesehen, aber merkst du nicht, wo du gerade bist? Also tatsächlich, ja, genau, das war das, was mich so fasziniert hat. Ja, ich bin doch da, wo dieser Typ gefressen worden ist, oder? Genau, ja, genau. Du bist draußen halt. Ja, wie geil. Ah, genau, und das kann ich mich erinnern, das habe ich auf YouTube noch gesehen. Ich weiß, ja, ich glaube, da runter geht's, runterrutschen. Ja, ja. Das hat einfach irgendwie ein ganz komisches Feeling, oder? Als ob es das gleiche Spiel ist, das aber einfach ja, von und du umgehst jetzt einfach das Spiel so wie es ist, ja, und gehst halt andere Wege. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Schon, oder? So. Ach so. Sie rutscht und rutscht und rutscht. Anno, halt die Luft an und irgendwas ist passiert. Ja, nee, es ging noch mal gut. Oh, ab ins Wasserchen. Okay. Oh, da geht's noch mal raus. Und da ist nochmal ein Hebel. Oh. Ah, ich bin jetzt wieder da, wo ich war. Habe ich was verpasst oder so? Komisch. Prano? Ja. Wir haben doch deinen Raum gehabt mit deiner Säule. Vielleicht haben sich die mittlerweile verschoben. Ja, aber ich glaube, so einen Raum gab es hier nicht. Also zumindest habe ich bis jetzt keinen gesehen. Warte mal. Da unten ist die eine Tür, ja. Ist nur die eine Tür, wo wir hergekommen sind. Komisch. Und hier sind wir doch hochgelaufen. Ja. Wir springen mal einfach nochmal ins andere Becken rein. Vielleicht. Oder ich habe irgendwas. Ah, Moment mal. Vielleicht ist hier eins von diesen. Von diesen Holzgittern aufgegangen. Das kann ja sein. Ja gut, aber hier komme ich auch nicht mehr raus. Nee, das ist hier zu hoch. Da kann ich nicht mehr rausklettern. Okay.
Ich schätze mal, ich habe irgendeinen Weg übersehen oder sowas. Wahrscheinlich beim Tauchen, weil da sah es mir auch so aus, als ob da irgendwie. Naja, es irgendwie noch woanders weitergeht. Ich probiere es mal. Vielleicht waren das aber auch nur so. So Kanten. Aber wir werden es gleich wissen. Okay. Ah ja, schau mal, da geht's aus, ja. Gar nichts verkehrt. Ach so, nee, das ist ja der Hebel, den ich gezogen habe. Aber hier, glaube ich, ging es nochmal woanders. Oder nicht? Ah nee, das ist nur so eine Schräge gewesen. Oh Lara, bitte back dich jetzt hier wieder raus. Oh Mädel. Moment. Nee, ah. Ah, hier dachte ich, genau. Nee, das ist nix. Auch nur eine weitere Schräge. Okay. Ja, bleibt wohl nichts anderes übrig. Der Weg war anscheinend doch der richtige. Und irgendwas habe ich da eventuell noch übersehen. Also vielleicht muss ich da noch irgendwie rein oder so. Keine Ahnung. Das habe ich hier abgesucht, ja. Okay, und bin wieder an der gleichen Stelle. Ich weiß nicht, ich gehe jetzt mal einfach durch die Tür, die da offen war. Also da brauche ich nicht mehr zurücklaufen, da komme ich auch nicht mehr raus. Ich weiß nicht, ob irgendwas nach oben her sich geändert hat. Nein, hat es nicht. Schauen wir mal. Ich würde jetzt nochmal hier speichern. Okay, und die Schräge noch mal runterrutschen. Ach ja, stimmt, da waren ja, glaube ich, noch ein, zwei Türen, oder? Oder nicht? Nee, nur das Wasserbecken, wo ich war. Komisch. Size, Nedi? Ich glaube, du müsstest eigentlich draus was machen. Ich glaube, du musstest irgendwie hinter die Leiche des Typen rennen. Sozusagen, als wenn du von dem Ort halt abhauen willst. Ach so. Du meinst, ich hätte da gar nicht runterrutschen dürfen, oder was? Nee. Dass es sozusagen als Falle da ist. Ach, dieses Runterrutschen ist das Falle? So eine Falle, so von wegen, ja. Hier kann es weitergehen, denkst du. Ach so. Aber dann haut es sich zurück. Okay. Glaube ich mir jetzt zumindest. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, kann sein. Warte mal, wo komme ich hier? Achso, da bin ich wieder da. Dann gehen wir nochmal zurück. Nee, warte mal, wo bin ich denn hier? Achso, nach draußen, ne? Ja, genau. Okay. Ah, jetzt bin ich wieder in so ein blödes Loch gefallen.
Ich bin ein paar Pflöcke reingefallen. Ja. Und dann hörst du sie noch. No. Da hätte ich eigentlich wissen müssen. Da bin ich ja, glaube ich, schon mal reingefallen. Ja, nee, reingefallen bin ich da nicht, aber vorbeigelaufen bin ich da. Ja. Das ist jetzt schon wie oft? 2-3 Mal? In Pflöcke reingefallen, ich habe nicht gezählt. Hab keinen Death Count. Warte mal, was ist denn das hier? Ja, locker 3 Mal bin ich schon reingefallen, ja. Letztes Mal hatte ich Glück und diesmal, ach. Hat ich die Kugel mitgenommen? Ja. So. Sowas kann auch nur dir passieren. Ja. Moment. Jetzt. So. Wollte ich mir das hier noch 100 Mal antun? Alright, ja, dann probieren wir mal einfach diesen Weg, wer weiß. Mal sehen. Es scheint möglich. Oh, nicht ganz, aber gut. An einer bestimmten Stelle könnte es hier runtergehen. Okay, das hier ist eine Schräge. Das knack. Ist auch. Ja, knack und das war's. Ja. Warte mal. Ah, hier schaut's aus nach Plattform. Und da hinten ist auch nochmal was. Oh, da ist noch ein Weg. Aha, schau mal an. Nochmal eine Falle, oder? Nee, das scheint wieder eine ganz andere Sache zu sein. Das ist hier interessant. Muss nur vorsichtig sein, dass hier nicht schon wieder irgendwo... Oh, und da geht es auch einmal... Was ist das? Nee, das ist ein Abgrund da unten, ne? Schätze ich mal. Ja, genau. Also geht es wahrscheinlich hier runter. Einmal... Oh, da muss ich vorsichtig sein. Okay. Ja, es scheint. Ach so, ein Schmarrn. Das ist wieder der gleiche Weg, den ich reingekommen bin. Oh. Na. So kann das täuschen. Okay, nach oben. Komm. Naja, genau. Da sind wir wieder. Nee, da schaut's schwierig aus. Also ich weiß nicht, ich glaube da, wenn dann vielleicht hier an der Stelle, dass man da irgendwie zumindest, oh, das war Glück. No, das ist viel zu weit runter. Na, schauen wir mal. Okay. Ich weiß nicht, ob es hier was bringt. Nee.
Also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so passt mit hier draußen. Weiß nicht. Oder vielleicht muss man noch an einer bestimmten Stelle irgendwo hin. Vielleicht da und da nochmal rutschen. Weiß ich nicht. Schau mal. Na, das ist auch nichts. Viel zu weit weg. Na gut. Also ich schaue nach einer Stelle, wo man, sag ich mal, ja, vielleicht sich runterhangeln kann. Nee, auch nicht. Okay. Na gut. Na gut, Leute, auf jeden Fall. Ich würde sagen, für heute lasse ich es hier erstmal stehen, wo wir sind. Jo, wie gesagt, total geiles TRLE. Das wird in den nächsten Tagen natürlich auch parallel zu The Black Mirror gezockt. Morgen auf jeden Fall am Abend, Leute, geht's mit The Outlast weiter. Und zwar der allererste Teil. Ich persönlich habe den bis heute noch nie gespielt. Ich habe den zwar etwas länger jetzt, nachdem es mir empfohlen worden ist, dass es eine total geile Spielerfahrung ist und auch eine neue Spielart. Es heißt, man hat keine Waffen. Oh, Tom95, danke dir für dein Follow. Freut mich, dass dir hier gefällt. Vielen, vielen lieben Dank. Jo, und du kannst morgen, wenn du möchtest, auch vorbeischauen. Outlast wird gestreamt und zwar der allererste Teil. Jo, man spielt ohne Waffen angeblich und man muss nur schauen, dass man sich irgendwie durchkämpft. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es mir extra aufgehoben für morgen Abend, so dass es ganz, ganz, ganz neu für mich ist. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Ich denke, das wird auf jeden Fall ein schöner Spaß werden. Jo, und jo. Dann sage ich für heute erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen und habt eine gute Nacht. Schöne gute Nacht auch an den TS. Ja, und Nacht und auch eine schöne gute Nacht auch an den Chat hier. Jo, man sieht sich. Bis dahin. Bye, bye.